Das Promi-Geflüster heute wieder mit einer brandneuen Ausgabe und es ist Sommerzeit, es ist heiß, die Hitze lässt grüßen. Ja, da kann mein prominenter Gast heute auch ein Lied davon singen, da reden wir nachher auch ganz kurz. Und natürlich, da wo andere Urlaub machen, ist er eigentlich normalerweise zu Hause, nämlich in Österreich, im schönen Kärntnerland und mittlerweile ist er eigentlich auch schon längst hier bei uns Dauergast geworden. Die Rede ist von Manuel Spitzer und ich sage einfach mal Hallo und herzlich willkommen. Grüße dich. Hallo, grüß dich Frank. Hallo liebe Freunde von Promi-Geflüster. Ich freue mich heute bei euch zu Gast zu sein und ja, euch ein bisschen von meiner neuen Single Du sprengst mein Herz zu erzählen. Ja, gerne. Und das sieht so aus, als wärst du gar nicht in Kärnten. Das stimmt, du hast es gut erraten. Ich sitze in Lignano auf meinem Boot, ja, und genieße ein bisschen den Sommer. Heute habe ich mir mal freigenommen, gestern, vorgestern und einen Tag noch zurück habe ich gespielt am Klobeiner See und in Felden am Wörthersee. Ja, und heute einmal ein bisschen genießen und mit dir ein wunderschönes Interview beim Sonnenuntergang durchzuführen. Sehr gerne. Also wir haben schon oft drüber gesprochen. Wir müssen dich mal dort besuchen. Aber soll ich mal ein bisschen zu dir aufs Boot kommen, oder? Ja, unbedingt. Ihr müsst alle zu mir mit herkommen. Jetzt probieren wir mal einen Trick. Ich nehme euch alle mit nach Lignano. Du musst jetzt mal hier mit den Finger schnipsen. Mal sehen, ob das funktioniert. Schnips mal. Pass auf, ich mache so einen Zauberspruch. Ja. Hokus, Pokus, Vidibus. Ah, da sind wir. Hallo und herzlich willkommen. Jetzt bist du da. Hey. Sehr schön auf dem Boot, natürlich. Und ein toller Sonnenuntergang, den erleben wir hier. Du sitzt genau neben mir. Genau. Ja, so haben wir es uns immer mal wieder vorgestellt, ne? Ganz genau. Du sprengst mein Herz, so heißt deine brandneue Single und ist jetzt seit wenigen, ja, kann man sagen, ein, zwei Wochen etwa auf dem Markt erhältlich. Auch ein Video gibt es dazu, gell? Genau. Das ist gerade jetzt am Dienstag rausgekommen und ja, ich hoffe, es gefällt jedem. Und wir haben uns sehr, sehr viel Mühe gegeben. Wir wollten einmal ein bisschen was anderes. Und das war auch so diese Intuition, dass wir mal sagen, ja, es ist nicht immer so dieses Schema, was gerade dieser Song aussagt, sondern es soll einfach mal auf lustig, Party und eigentlich so wie der Alltag ist. Man geht zum Beispiel golfen oder Fußball spielen oder keine Ahnung, so wie damals auf dem Strand und sieht da eine Runde Mädels und eine von die wird es dann. Genau. Ja, also eine nette, tolle Nummer, die jetzt wieder für den Sommer richtig Laune macht, kann man sagen. Solltest du jetzt aber da nicht auch eher ein bisschen auf Promotour sein und nicht hier am Meer rumhängen? Oder wie muss man sich's vorstellen? Auf jeden Fall. Wir waren letzten Freitag in der ganzen Steiermark unterwegs bei Radio Grün-Weiß, Radio Steiermark ORF. Und Radio Kärnten, da haben wir natürlich, und nicht zu vergessen Radio Flamingo, waren wir auch unterwegs. Und da haben wir eben die Promotour durch die Steiermark gemacht. Und ja, nächste Woche oder die kommende Woche geht es dann in die andere Richtung. Ja. Da geht es nach Salzburg, Osttirol, Südtirol und auch einen kleinen Teil von der Schweiz. Die wird mitpromotet und ja, dann schauen wir mal, wie es mit den Interviews in Deutschland läuft. Also bei Radio Bayern Schlagersahne war ich schon im Interview bei der lieben Marilena. Und ja, es stehen noch einige aus. Also es sind ja derzeit einige in Urlaub, daher haben wir das alles ein bisschen aufgeteilt, was auch gut ist. Denn so bekommt man immer wieder neue Informationen, wo ihr zum Beispiel auftritt, wo es neue Votings gibt.
wo gerade der Status von dem Song steht, auf welchem Platz er in die Airplay-Charts ist und so weiter. Also passt das eigentlich super. Wunderbar, sehr schön. Und zwischen den ganzen Touren machst du hier schön Urlaub auf deinem Boot. Ja, das war ganz spontan, ganz schnell. Übermorgen geht es wieder nach Hause. Da spiele ich dann eben am Sonntag. Und ja, also ja, das passt. Ein bisschen genießen muss man auch jetzt den Sommer, die schöne, genau, warme Zeit. Heute ist es fast schon anstrengend, die Hitze, aber ja, es macht einfach Spaß. Also man genießt es. Genau, apropos Hitze. Gestern noch in Kärnten am Club Einersee und heute in Lignano. Genau, apropos Kärnten, Hitze, nicht Kärnten, Kärnten natürlich auch, aber Hitze, du hast es gerade vorhin, als wir uns nochmal kurz geschrieben haben, noch erwähnt. Wir sind ein bisschen in Zeitversatz gekommen, aber das lag daran, du hattest gerade ein bisschen Probleme mit irgendwelchen Bränden am Straßenrand. Erzähl mal kurz. Ja, genau. Also durch diese krasse Hitze hat man gemerkt, beim Runterfahren nach Italien, also ich fahre da so 1,5 Stunden circa von Kärnten, es ist nicht ganz so weit weg von mir, hat es halt links und rechts sehr gebrennt. Also die ganzen Wälder haben Feuer gefangen. Warum, weiß man nicht. Vielleicht Glasscherben oder irgend sowas. Aber ja, die italienische Feuerwehr war sehr bemüht, dass sie das in den Griff bekommen, eben auch mit die ganzen Flugzeuge, mit die Hubschrauber und sowas in Einsatz und von der Autobahn haben sie weg auf die ganzen Wälder Wasser versprüht und dadurch mussten wir dann abfahren und einen kleinen Umweg fahren dadurch, aber wir müssen das ja, ein bisschen verschieben. Ja, na gut, das ist ja kein Ding. Deswegen sind wir ja trotzdem hier und ich sogar jetzt, wie gesagt, live neben dir auf dem Boot. Aber das nächste Mal, wenn ich dabei bin, fahren wir dann auch ein bisschen raus, gell? Ja, klar, dann nehme ich euch mit. Dann geben wir mal draußen richtig Gas. Genau. Wir schneiden die Hobel nach vorn. So ist es. Ja, der Song Du sprengst mein Herz, das ist jetzt wieder ein Titel aus deiner Feder, komplett sozusagen, weil die letzten Produktionen, die letzten zwei, die waren ja sogar irgendwie in Zusammenarbeit mit einem deutschen Produzenten, Tim Peters. Ja? Und jetzt hast du wieder selber Hand angelegt. Ja, also die Grundidee ist ja immer von mir gekommen, aber eben mit dem Tim haben wir das immer dann so fein geschliffen. Man muss sich das vorstellen wie einen rohen Diamanten, der dann so richtig aufblüht und glänzt. Und das haben wir halt mit dem Tim geschaffen. Und in der langwierigen Zeit habe ich halt einfach sehr viel selbst, wie soll ich sagen, im Studio gebastelt, herumgeschraubt. Man muss sich das vorstellen, wenn man in einer Küche sitzt oder in einer Küche isst, ja, und man hat dann eben einen Kühlschrank, dann weiß man ganz genau, was man zaubert. Und genau so ist es mir dann auch ergangen. Also ich habe dann meine Gitarre gehabt, einen Zettel mit einem Stift und dann ist losgegangen und meistens sitzt man dann daneben eh in seinem Studio und knallt dann in die Tasten rein und ja, dann entsteht halt ein Demo und dieses Rohdemo oder eigentlich eh schon, was diesen Sound ergibt, was ich mir gewünscht habe, mit dem bin ich dann zum Lukas Lach gegangen, der ist im Burgenland und mit dem haben wir dann noch einmal das Ganze gemischt, gemastert, gemixt und ja, noch so kleine Feintunings gemacht. Zum Beispiel die Kick und die Snare, also die Snare haben wir inzwischen bei gewissen Teilen ausgetauscht, damit sie noch ein bisschen mehr Drive bekommt. Die Kick hat ein Double bekommen, wir haben eine Subkick dazu gegeben und so weiter. Also ja, diese ganzen Feinschliffe, was man dann zum Schluss noch benötigt, denn ja, 4 Augen sind immer mehr wie 2 und das ist mir auch wichtig. Aber das ganze Grundkonzept ist bei mir zu Hause in meinem kleinen Home-Studio entstanden und ja, hat Spaß gemacht. Wir haben lang drauf rumgeschraubt. Die ganzen Gitarren-Solos wurden von mir und einem guten Freund, der auch ein sehr guter Musiker ist, der Marcel, eingespielt. Und
Ja, die Chöre haben ein paar Freundinnen von mir eingesungen, damit das auch so ergibt, diesen Flair, ja, was sie eigentlich damit erzielen wollte. Und ja, hat mega Spaß gemacht, einmal da selbst dran zu arbeiten. Wunderbar, das klingt gut. Nee, und jetzt hast du allerdings, wenn ich so überschlage, 3, 4 Singles jetzt in der letzten Zeit rausgebracht. Wann wird es ein Album geben? Ist da auch was in Planung? Ja, das fragen sehr viel und eigentlich ist das ganze Album schon fertig. Aber es ist eigentlich so, dass in der letzten Zeit war es halt einfach schwierig, ja. Mhm. Weil man kann wenig das Album live irgendwie performen, live herzeigen. Und ja, das ist dann halt immer so eine Sache, weil live ist live, sage ich immer. Und wir schauen jetzt einfach mal, dass dieses Level konstant bleibt. Und wenn es wirklich in der nächsten Zeit so bleibt, dann auf jeden Fall kommt dann das Album raus. Ich bin ja schon mega gespannt und bei meinen Live-Auftritten hört man ja schon den ein oder anderen Song, der dann mit dabei ist. Okay. Natürlich dann auch in einen gewissen Sound, der was dann zum Album passt. Mhm. Aber ja, also ich sag euch nur, es wird sehr, sehr spannend und ich hoffe, dass es so schnell wie möglich passiert, dass es sich wieder einpendelt in die Normalität und dass man das wirklich preisgeben kann. Ja. Weil jetzt war es seit dieser Single war es eben wieder so, dass man wieder zu den Radiosendern fahren hat können. Ja, man hat die Leute wirklich ansprechen können. Es war wunderschön, bei der Radio Grün-Weiß Sommertour dabei zu sein. Der Mario Frey hat gesagt, du Manuel, schau vorbei. Es hat mega Spaß gemacht und ja, das ist ganz ein anderes Flair zu promoten, als wie eine E-Mail hinzuschicken und zu sagen, das ist mein neues Album. Ich würde mich freuen, wenn ihr es in die Playlist nehmt, als wie wenn man schon ja, den ganzen Radiomoderatoren und den ganzen Programmchefs zeigt. Nee, das glaube ich auf alle Fälle. Also so persönlicher Kontakt, der ist doch schon sehr wichtig. Und so hatten wir uns ja letztes Jahr auch persönlich kennengelernt. Das hat mich auch sehr gefreut und ich hoffe, dass das bald wieder stattfindet, beim nächsten Besuch hier. Auf jeden Fall. Es ist auch heuer eben eine Tour nach Deutschland geplant. Ja. Es ist jetzt nur so, man muss jetzt schauen wegen der Termine. Also zurzeit spiele ich sehr viel und da geht sich das halt jetzt an etwas schwieriger aus, weil kein es Problem. Wäre jetzt schade, das Ganze abzusagen. Und ja, es ist einfach schön, den Song oder generell die restlichen 4, 5 Singles, was jetzt rausgekommen sein, live zu promoten, zu performen. Und genau. Man merkt auch, es hat einfach viel mehr Potenzial. Ja, definitiv. Wo kann man denn wir sehen uns. Genau, auf alle dieses Fälle. Wo kann man denn jetzt so deine Auftritte nochmal schnell nachlesen, wenn man dich irgendwo jetzt live erleben möchte? Homepage, Facebook oder Instagram? Wo findet man was? Genau, also alle Termine stehen immer auf meiner Homepage unter www.manuel-spitzer.com. Da sind alle Termine auf der Homepage fürs ganze Jahr, auch schon fürs nächste Jahr. Und ganz besonders freue ich mich, dass ich heuer gemeinsam mit der Michelle auftrete in der Jufa Arena in Bleiburg. Das wird ganz was Spezielles. Und ja, ich würde sagen, schaut's vorbei, checkt euch die Tickets. Es ist auch noch der Udo Wenders dabei, die Nathalie Holzer, die ja, schön. Tolles Marina Programm. Max und der Marc André und meine Wenigkeit. Also ich freue mich sehr, wenn ihr vorbeischaut. Es wird ein cooles Event. Auf alle Fälle, da drücken wir auf alle Fälle die Daumen, dass das alles so weitergeht, wie du es dir vorstellst. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie die Temperatur... Also für heuer steht noch wirklich einiges an. Ja. Auch ein Live-Konzert mit Nick B. und Meilenstein ist in Hartenstamm geplant. Und ja, also es sind Mega-Events für heuer August, September, Oktober geplant. Und dann geht es eh schon wieder in die Weihnachtssession. Genau, das genau. Das ist der riesengroße Christkindlmarkt oder das Weihnachtsdorf nennt sich das. Im Spital. Und vielleicht klappt es ja auch einmal irgendwie in Deutschland mit einem Auftritt.
Genau, da arbeiten wir dran. So ist es, genau. Sehr schön. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie die Temperaturen bei dir vor Ort sind. Also bei mir selber im, wir müssen es ja zugeben, im Studio, da ist es doch etwas warm so langsam. Von daher werde ich mich wieder ein bisschen zurückziehen. Du hast bestimmt jetzt ein schönes, tolles Klima. Du hast bestimmt auch was zu trinken vor dir, oder? Ja, ich würde sagen, wir stoßen am Land. Ich habe leider nichts. Ah, du hast leider nichts. Oh je, ich habe jetzt extra was gehabt. Ich habe bestellt oder vorbereitet. Und, alles klar. Nee, super toll. Wie gesagt, dir nochmal viel Erfolg für die neue Single. Dir noch einen schönen Aufenthalt jetzt hier in Italien. Genieße es das Wochenende. Und dann, sage ich mal, bis ganz, ganz bald. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wieder sehen und wirklich in Reality ein Interview starten. Also sehr cool. Danke vielmals, dass du dir die Mühe wieder angetan hast, mit mir hier in den Januar ein wunderbares Interview zu führen. So ist es. Und es ist immer ein Vergnügen. Genau. Also, bleib gesund. Dir alles Gute und wie gesagt, bis bald. Und fürs Zuschauen, bei den Zuschauern sage ich auch herzlichen Dank. Bleibt gesund und bleibt uns vor allen Dingen treu, dem Manuel Spitzer und natürlich auch beim Promi-Geflüster. Hier erfährt man alles. Ich würde mich natürlich freuen, wenn einige den Song in ihre Spotify-Playlist mit aufnehmen. Ihr könnt das gerne natürlich screenshotten und mir per Instagram senden oder mich verlinken. Ich würde mich freuen und ja, streamt ihn, downloadet ihn. Es ist sozusagen mein neues Baby. Ich freue mich, wenn ihr damit mitfeiert mit mir und vielleicht sehen wir ja uns irgendwann oder irgendwo beim nächsten Auftritt. Alles klar. So, dann macht's gut. Bis zur nächsten Ausgabe.